Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Hasetai. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin aktuell etwas im Stress. Ich war gerade eben bei der Easy ABC School in Chumcheon beim Sprachkurs und habe dann bei meinem Rückweg gesehen, dass die Informationen vom neuesten Pressebriefing des CCSA, Center of COVID-19 Situation Administration, nun veröffentlicht worden sind. Und diese möchte ich euch kurz übersetzt präsentieren. Dann habt ihr da die offiziellen Infos mal, was sich denn jetzt in den nächsten Tagen bezüglich Corona-Einschränkungen und Lockerungen in Thailand tun wird. Und zwar fange ich auch gleich an und ziehe es gar nicht so in die Länge. Die CCSA-Generalversammlung hat heute beschlossen, dass ab 9. Januar 2022 die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen angepasst werden. Und zwar werden die kontrollierten Gebiete, also sozusagen orangene Zonen, werden geändert und hochgestuft, und zwar 69 Provinzen von allen Provinzen in Thailand, von diesen 77 Provinzen, die es ja gibt, werden als orangene Stufe, als orangenes Gebiet eingestuft sozusagen, mit Ausnahme von 8 Piloten-Tourismus-Sandbox-Gebieten, die werden weiterhin als blaue Zone gelten. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, denn darunter zählen, ich fasse es kurz zusammen, Bangkok, Kanchanaburi, Krabi, Chonburi, also vor allem mit Pattaya, Nonthaburi, Pattumthani, Phang Nga, Phuket und einige Distrikte in anderen Provinzen, die ebenfalls als Piloten-Tourismusgebiete angesehen werden. Da habe ich jetzt aber leider noch keine Aufzählung, welche genauen Gebiete außerhalb dieser 8 Provinzen damit gemeint sind. Zudem hat die CCSA beschlossen, allen Arbeitgebern, allen Agenturen die Maßnahme arbeitet von zu Hause bis 31. Januar 2022 zu empfehlen, dass man unbedingt von zu Hause aus arbeiten sollte, Arbeit von zu Hause, also Homeoffice gestattet werden soll als Arbeitgeber. Also das ist eine Empfehlung bis Ende des Monats mal. Der nächste Punkt, der hat mich ein bisschen verwundert, aber das steht tatsächlich jetzt hier so in der Zusammenfassung des Pressebriefings. Unterhaltungsorte wie Pub, Bars und Karaoke-Läden dürfen ab dem 16. Dezember 2022 vorübergehend als Restaurants öffnen. Jedoch müssen diese Veranstaltungsorte sich vorab für die Covid-freien Regelungen bewerben bei der jeweiligen Provinzbehörde. Bis 15. Januar 2022 muss das genehmigt werden. Also diese Lokalitäten haben jetzt die Aufgabe, sozusagen sich zu bewerben, dass sie sozusagen die Covid-freien Maßnahmen umsetzen können, die Vorsichtskehrungen, die Vorsichtsmaßnahmen, und dann bis 15. Januar wird es dann entschieden oder abgelehnt. Und anschließend dürfen ab 16. Januar diese Lokalitäten legal öffnen. Weiterer Punkt: Für die Provinzen und Gebiete in den blauen Zonen, also diese 8 Provinzen plus die weiteren Distrikte außerhalb, ist ein alkoholischer Getränkekonsum in den Restaurants bis einschließlich 21 Uhr erlaubt, wenn diese Covid-19-freien Sicherheitsvorkehrungen in den Restaurants vorhanden sind. Darunter zählt natürlich auch das SHA Plus Zertifikat, welches dann natürlich erworben werden muss. Zudem beim nächsten Punkt, eine Lockerung zur Einreise für bestimmte Länder, hat die CCSA-Generalversammlung heute diskutiert. Diese 8 afrikanischen Länder, vor allem um Südafrika herum, die damals von der Einreise nach Thailand ausgeschlossen worden sind, wieder gleichzustellen, und zwar ab dem 11. Januar können alle Reisenden der ganzen Welt nach Thailand unter gleichen Bestimmungen einreisen, also für Neuanträge und so weiter. Die 8 afrikanischen Länder, die Sperre wurde sozusagen aufgehoben. Zudem wird es ab 11. Januar, der wichtige nächste Punkt, zudem wird ab 11. Januar es möglich sein, dass sich Reisende über die Sandboxen Surathani, Phang Nga und Krabi für die Einreise nach Thailand registrieren. Das wird vielleicht für den einen oder anderen ein interessanter Punkt werden. Wenn jetzt Test und Go bezüglich der Thailand-Pass noch nicht vorhanden gewesen war, es kommen 3 Sandbox-Gebiete sozusagen hinzu, zusätzlich zu Phuket. Und zwar die Begründung hierzu war nämlich,
dass die Erweiterung der Phuket Sandbox notwendig ist, da Phuket natürlich auch nur begrenzte Kapazitäten aufweisen kann. Deswegen kommen jetzt diese drei Provinzen, ich wiederhole sie nochmal, Suratani, Pangna und Krabi für Sandbox-Modelle hinzu. Dann geht es jetzt im nächsten Punkt um die Test- und Go-Regelung für die Anmeldung, also für die Registrierung. Die Neuanträge sind weiterhin ausgesetzt. Es wird kein bestimmtes Datum genannt, also weiterhin Aussetzung der Test- und Go-Thailand-Pass-Registrierungen. Hier steht aber jetzt noch wichtig dazu, das kann sich aber jederzeit sehr dynamisch ändern. Wer bereits einen QR-Code erhalten hat, kann jedoch weiterhin wie geplant unter Test- und Go-Maßnahmen nach Thailand reisen. Also es gibt aktuell keinen offiziellen Cut-Termin, das unterstreiche ich nochmal verbal. Es gibt wirklich keinen Cut-Termin, keinen 10.01., keinen 15.01. Jedoch möchte ich dazu erwähnen, das steht dann kurz dahinter hier unter der Zusammenfassung des Pressebriefings, dass die CCSA die Maßnahmen laufend anpassen kann. Das heißt, es kann sich sehr schnell etwas daran ändern, wenn jetzt irgendeine andere Bedrohung angesehen wird durch Test und Go, einschließlich der zeitlichen Begrenzung für zugelassene Reisende im Test und Go-Verfahren. Also entweder ihr habt Glück und es klappt nächste Woche, übernächste Woche ebenfalls noch, oder die CCSA sagt mal in einem Pressebriefing die nächsten 2 Tage und dann läuft es nicht mehr so wie gehabt. Ansonsten bezüglich Test und Go wird hier nur noch geschrieben, dass die CCSA ein Update gibt zum Informieren, wenn sich da weitere Änderungen ergeben sollten. Anschließend geht es um positive Testergebnisse durch Antigentests. Für Personen, die ein positives Ergebnis aus dem ATK-Testkit erhalten, sollen sich bitte sofort von ihren Familienmitgliedern isolieren. Anschließend besuchen Sie bitte das Krankenhaus, um das Ergebnis mit einem RT-PCR-Test bestätigen zu lassen. Einen kurzen Punkt überspringe ich, da geht es darum, wo man thailändische Gesundheitsbeamte und Hotlines zum Sozialversicherungssystem kontaktieren kann. Ich denke, das ist für die meisten von uns nicht relevant. Und der nächste relevante Punkt wäre dann die Änderung bezüglich der Selbstisolation, der Isolierung, der Quarantäne, wenn man positiv getestet wird. Und zwar schreibt hier das CCSA in der Pressezusammenfassung: Nach bestätigtem positiven Ergebnis werden Patienten mit schweren Symptomen in ein Krankenhaus geschickt. Während Patienten mit leichten Symptomen entweder auf eigene Kosten in ein Krankenhaus ihrer Wahl oder in ein Feld- oder Gemeindekrankenhaus oder Hospital geschickt werden können. Da ist dann aber eventuell die Kosten der Regierung bei Grundbehandlungen, hier steht irgendwas, das ist jetzt nicht ganz klar, wie es da um die Kostenübernahme dann geht, aber wir Touristen haben ja die Auslandskrankenversicherung bei Krankheitsfällen. Aber die wichtige Ergänzung und auch der letzte Punkt, das letzte Wort in diesem Pressebriefing ist: oder eine häusliche Isolation. Das heißt, wer eventuell eigenes Eigentum hat oder sich was gemietet hat für einen längeren Aufenthalt, kann bei milden Symptomen oder gar keinen Symptomen eventuell die Selbstisolation, Selbstquarantäne von seiner eigenen Unterkunft absolvieren. Ich denke, das ist auf jeden Fall für viele ein interessanter Punkt. Man muss nicht mehr unbedingt bei leichten Symptomen in ein Extremkrankenhaus. Das war es jetzt auch schon von dem Update. Wenn ich zeitlich dazukomme und sich irgendetwas ergibt, im Laufe des Tages noch ein paar Klarstellungen, ein paar Feststellungen, würde ich nochmal ein Video heute Abend veröffentlichen, auch in schriftlicher Form, wie es bei mir eigentlich gewohnt ist. Aber leider, dadurch, dass ich jetzt gleich weiter muss, ist es jetzt nur zu diesem kurzen Video gekommen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie sonst auch immer, wenn ich Zeit habe, werde ich zeitnah antworten. Ansonsten etwas darauf. Ansonsten kann ich noch meine Facebook-Gruppe empfehlen, Thailand Einreisebestimmungen. Hier werden auch immer neueste Informationen zeitnah bekannt gegeben und auch diskutiert mit allen anderen Einreisewilligen. Und meine Quelle hierfür für dieses Video war die Facebook-Seite PR Thai Government, also PR Thai Government. Die posten immer alle CCSA-Pressebriefings und schreiben dann auch ein Summary, also eine Zusammenfassung auf Englisch über die Beiträge. Verlinkung werde ich nachher nachreichen und dann sehen wir uns beim nächsten Video hier auf meinem YouTube-Kanal Hasip Thai. Vielen Dank weiterhin fürs Einschalten. Alles Gute bei der Reiseplanung und bleibt gesund.